Großvater Monglei. Vor langer Zeit stand im Lande am Ufer des Meeres ein Haus auf der Spitze eines Hügels im heutigen Stadtkreis Prat Chuap. Die Stelle, wo das Haus auf dem Hügel stand, ist noch heute zu sehen. Dieses Haus war die Wohnung einer Familie, deren Haupt der Großvater Monglei war. Seine Frau hieß Rampün, die Nachdenkliche. Die beiden Alten hatten eine Tochter namens Yomdong. Ihre Schönheit war so groß, dass man sich davon Wunderdinge erzählte, von Mund zu Mund, in der ganzen weiten Umgebung des Hauses. Bei der Stadt Petburi lag zu dieser Zeit ein Dorf, dessen Bewohner von den Früchten ihrer wunderbar fruchtbaren Felder am Fuße der Hügelkette im Überfluss lebten. Dort wohnte ein Gutsherr im kühlen Schatten des Glücks. Dieser Mann hatte einen Sohn, Zhao Lai genannt, schön von Wuchs und Gestalt, von Gesicht und Blick. Es kam ein Tag, da fand der Ruhm von der Schönheit der Jungfrau Yomdong den Weg zum Ohr des Jüngling. Zhao Lai hielt es nun nicht mehr zu Hause aus. Er wollte wissen, ob die Jungfrau wirklich so schön war, wie das Gerücht es wollte. Darum verkleidete er sich als Schiffer, der auf dem Meere umherfährt, um Fische zu fangen. So kam er bis zu jenem Berge, machte das Boot am Ufer fest und erklomm die Anhöhe. Denn er wollte Fische verkaufen in dem Dorf, wo der Großvater Monglei wohnte. Als die Bauern sahen, wie schön der Fischer war im Wesen und Erscheinung, von Angesicht und Augenstrahl, da erzählten sie es untereinander weiter. Schließlich hörte auch die Großmutter Rampün und die Jungfrau Yomdong davon. Sie waren von Natur aus neugierig und wollten den Fischermann sehen, von dem erzählt worden war. Die Alte ließ daher dem Fremden durch einen Bauern ausrichten, er möge Fische zu ihrem Hause auf den Berge bringen, denn sie wollte von seiner Ware kaufen. Der Bauer ging und richtete Zhao Lai aus, was die Alte ihm aufgetragen hatte. Als Zhao Lai und Yomdong sich begegneten, traf sie der Strahl der Liebe und Begehren durchflutete ihr Herz. Von Stund an konnte Zhao Lai nicht mehr ohne die Jungfrau leben, und darum kam er jeden Tag und brachte der Großmutter immer neue Leckerbissen aus seinem Fang. So wurde er bald mit den beiden Frauen gut bekannt und durfte bei ihnen aus- und eingehen, wie ihm beliebte. Der Großvater Monglei beobachtete den Jüngling mit Argwohn und versuchte, ihn bei seiner Gattin Rampün auszuschwärzen. Damals kam ein chinesischer Kauffahrer übers Meer und brachte Junken zum Verkauf. Er hielt vor jenem Dorfe an und befestigte seine Junke am Ufer, unweit vom Hause des Großvaters Monglei. Die Bürger wussten viel zum Ruhme des reichen Chinesen zu sagen. Sie nannten ihn Zhao Krung Jin, den Herrn aus China. Auch der Chinese erfuhr die Geschichte von der Schönheit der Jungfrau Yomdong. Auch er wollte die Liebliche sehen. Darum fragte er unterhand die Bauern aus nach ihrem Hause und ihrer Familie. Die Erkundigung fiel zu seiner Zufriedenheit aus und nun machte er sich an den Großvater Monglei heran, um mit ihm die Bande der Freundschaft zu knüpfen. Er brachte kostbare Waren von seinen Schiffen zum Hause des Großvaters herauf. Als er Yomdong erblickte, da fesselte ihre Schönheit ihm das Herz. Er kam immer häufiger zu Besuch, doch das wollte der Großmutter Rampün gar nicht gefallen und sie zeigte dem Chinesen offen ihre Abneigung. Und auch dann und vor allem, wenn der Großvater Monglei anwesend war. Zhao Lai nahm die nächstbeste Gelegenheit wahr und sandte, als Monglei nicht zu Hause war, einen vornehmen Mann aus der Stadt zu Großmutter Rampün, um für ihn um die Hand der Jungfrau Yomdong anzuhalten. Großmutter Rampün erklärte sofort ihr Einverständnis,
denn Zhao Lai gefiel ihr gut. Wenn die Zeit gekommen sei, werde sie Yong Dong dem Jüngling vermählen, sagte sie, und nahm das Heiratsgold freudig an. Dem Großvater gegenüber erwähnte sie nichts, denn sie wusste wohl, dass Mong Lai den Jüngling nicht mochte. Der chinesische Herr merkte von all dem nichts. Weil er aber fürchtete, dass womöglich sein Wunsch sich nicht erfüllen werde, wenn er nicht schnell handelte, bat er einen einflussreichen Chinesen, für ihn bei dem Großvater Mong Lai um Yong Dong zu werben. Der Werber wählte dazu eine Zeit, als die Großmutter mit der Jungfrau gerade nicht anwesend war. Liebe zum Geld war die große Leidenschaft des Großvaters, und so nahm er freudig an, was ihm geboten wurde, und versprach dem Chinesen seine Tochter. Vor der Großmutter hielt er den Vertrag sorgfältig geheim, denn er kannte ihre Abneigung gegen den Chinesen. Denn wenn sie davon erführe, meinte er, so werde er gewiss seinen Plan aufgeben müssen. Beide, Mong Lai und Ramping, dachten, es sei noch Zeit genug, von der Vermählung zu sprechen, wenn der Hochzeitstag gekommen sei. Beide wagten sie nicht, über die vollzogene Verlobung zu reden, weil sie fürchteten, dann von ihrem Wunsche ablassen zu müssen. Sie wussten, dass bis zum Hochzeitstag noch einige Zeit vergehen würde. So erst gekommen, so würde man den anderen wohl leicht überrumpeln und zu seiner Einwilligung bringen können. Die Tage kamen und gingen. Zhao Lai und der Chinese legten ihren Hochzeitstag fest. Zhao Lai kam und teilte ihm den Großmutter Ramping mit, als der Großvater abwesend war. Und der Chinese kam zu Mong Lai, als die Großmutter nicht zugegen war. Das Schicksal wollte es, dass die beiden den gleichen Tag, die gleiche Stunde zur Hochzeit gewählt hatten. Ramping und Mong Lai sprachen nicht darüber und bereiteten insgeheim die Speisen und Geschenke für die Hochzeitsgäste vor. Und beide luden ihre Freunde zur Hochzeit ein, jeder die seinen. Alle miteinander sollten sie am Fest der Vermählung teilnehmen. Am Morgen des Hochzeittages, als Zhao Lai und der Chinese bereits die Betelschale ergriffen hatten und unterwegs waren, als die Gäste schon nahten, da sprach die Großmutter zum Großvater, sprach Mong Lai zu Ramping, dass die Tochter heute vermählt würde. Schon betraten die ersten Gäste das Haus und die beiden Alten wussten, dass es nun keinen Ausweg mehr gab. Hunderttausendfach würden sie Gesicht verlieren vor allen Gästen. Die Großmutter fand zuerst die Sprache wieder und rief, »Yong Dong ist auch meine Tochter, und ich werde sie Zhao Lai geben.« Der Großvater schrie, »Meine Tochter ist es, und ich gebe sie dem Herrn aus China.« Inzwischen hatten sich schon eine ganze Reihe von Zuschauern eingefunden, die dem Streit der beiden Alten belustigt folgten. Als Worte nicht mehr fruchten wollten, riss die Großmutter dem Großvater den Strohhut vom Kopf und schleuderte ihn ins Meer, wo er noch heute wie ein Fels an manchen Tag aus dem Wasser ragt. Der Großvater zerrte der Großmutter ihre Handkörbchen weg und warf es hinab in die See, wo es zu einem Inselchen wurde. Nun ergriff die Alte den Blätterschirm des Großvaters, und auch er flog fort, fiel nieder und ist es noch heute als Landzunge am Strande des Meeres sichtbar. Mong Lai ließ seiner Wut nun freien Lauf. Mit einer steinernen Mörserkeule schlug er nach der Alten, und als sie entsetzt von dannen lief, warf er ihr die Waffe nach. Zum Glück verfehlte er sein Ziel. Die Keule schlug auf einer Insel im Meere ein, bohrte einen Krater in ihren Leib, durchschlug ihren Grund und kam schließlich auftauchend am anderen Ufer zur Ruhe, wo noch heute eine keulenförmige Insel sichtbar ist. Die Großmutter lief, soweit ihre Füße sie tragen wollten, aber bald verließen sie ihre Kräfte. Jammernd sank die Sterbende nieder, und ihr Leichnam wurde zu einem Hügel, dem Hügel Ramping. Der Großvater Mong Lai richtete seinen hunderttausendfachen Zorn gegen Yong Dong, seine unschuldige Tochter. Er beschimpfte sie, sie sei allein an allem schuld, und sie und ihre Mutter Ramping, die sie dem Zhao Lai verlobt, während er sie dem Herren aus China zugedacht habe.
aber er wisse schon einen Ausweg, damit beide Versprechen gehalten und keines gebrochen werde. Ich werde Yomdong unter euch teilen, sagte er und riss die Jungfrau mitten durch. Die eine Hälfte warf er nach Norden, wo das Dorf von Jaulai lag. Dort kann man noch heute auf der Jungfraueninsel einen Hügel sehen, der nach Yomdong benannt ist. Ihre andere Hälfte flog nach Osten, in der Richtung der Heimat der Chinesen, und wurde zur Mädcheninsel, die dort noch immer sichtbar ist. So verlor Mong Lai die Tochter. Schmerz und Wut raubten ihm den Verstand. In seiner Tollheit packte er alles, was er finden konnte: Betelnuss und Betelblätter, Kuchen und Schüsseln, Platten, Essstäbchen, Näpfe und Töpfe. Dies alles und noch viel mehr schleuderte er durch die Luft ins Meer. Da leben sie nun bis auf den heutigen Tag als Muscheln, Seetang, Algen, Korallen und Riffe. Als die Gäste sahen, in welcher Sinnesverwirrung der Großvater Mong Lai sich befand, kehrten sie schleunigst zu ihren Häusern zurück. Auch Zhao Lai und der Chinese wendeten sich ab. Zhao Lai aber hatte die Jungfrau Yomdong so lieb gewonnen, dass er sein Herz verlor in seinem Kummer. Er sprach nicht mehr und aß weder Fisch noch Reis. Als er gestorben war, wurde er zu einem Berge, der bis heute den Namen trägt. Der Großvater Mong Lai setzte sich und ergriff die Flasche mit Rauschwasser. Er trank und trank, aber sein Leid konnte er nicht vertreiben. Mehr und mehr trank er von dem berauschenden Getränk, und als er ganz die Besinnung verloren hatte, da erstarrte er zu Stein. Den Felsen Mong Lai aber verehren die Fischer und die Bauern bis heute, denn in ihm wohnen gewaltige Zauberkräfte.